Sie ist Leiterin der UB, der Technischen Universität Hamburg. Sie ist Sprecherin des DSpace-Konsortiums Deutschland. Ich bin Sprecher des DSpace-Konsortiums. Sie vertritt das DSpace-Konsortium Deutschland in der Leadership Group und wir werden im Vortrag nun Ihnen vorstellen, was sich aus unserer Sicht im letzten Jahr in der DSpace-Community getan hat. Ja, danke Pascal und auch herzlich willkommen von mir. DSpace, vielleicht nochmal vorneweg. Warum machen wir eigentlich DSpace? Es ist Open Source und was bedeutet das? Es ist nichts, was wir out of the box lizenzieren oder wo wir sagen können, das ist ein Programm, das hat die und die Features oder die fehlen, sondern das ist ein Programm, an dem wir alle mitarbeiten können. Und deswegen sind wir hier und deswegen sind wir auch engagiert in der DSpace Governance und die würde ich gern noch einmal vorstellen. Die häufiger schon da waren, kennen das, aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig zu sagen, dass Open Source und die Entwicklung von Open Source nur funktioniert, wenn dahinter eine Organisation oder eine Koordination steht, die auch funktioniert. Und damit das funktioniert, gibt es eine Struktur. Und zu einer Struktur gehört eben auch eine Organisation, die Verträge abschließen kann, die zum Beispiel sagen kann, ich kann einen Vertrag mit einem Provider abschließen oder ich kann Personen einstellen, die zum Beispiel DSpace, die Technik oder das Programm koordinieren. Und das ist in diesem Fall Lyrasis. In Bamberg haben wir berichtet, dass es da auch eine Umstellung gibt. Aber Lyrasis ist eine große gemeinnützige amerikanische Stiftung, in der verschiedene Projekte betreut werden. Und ein großes, wichtiges Projekt ist DSpace. Das ist also unser sogenanntes Organizational Home. Dieses Home muss finanziert werden. Das wird über Mitgliedschaften finanziert und auch über die Service Provider. Das steht jetzt nicht auf der Folie, aber ich würde gleich ganz kurz einen Exkurs machen zu Service Providern, weil das sind diejenigen, die sehr, sehr viel Code beisteuern. Also wir können ganz viel Geld sammeln für DSpace, aber wenn wir niemanden haben, der die Software bereitstellt, der sie entwickelt, wo es Committer gibt, dann kommen wir auch nicht weiter. Deswegen hat Lyrasis im Prinzip das DSpace Provider oder Service Provider Programm 2022 verändert und hat gesagt, wir wollen eigentlich, dass die Service Provider, die wir haben, sich auch wirklich engagieren. Also, dass es nicht reicht, meinetwegen 5.000 Dollar oder 10.000 Dollar zu zahlen und auf eine Liste zu kommen, nach dem Motto, wir sind Certified Provider, sondern sie haben geguckt, Holger hat es gerade erwähnt, Platinum Provider, Gold Provider und Silver Provider, die im Prinzip eine bestimmte Summe zahlen, aber diese Summe wird ganz häufig eben durch Commitments in die Community, zum Beispiel auch Softwarecodes, aber auch Community-Treffen engagiert. Das wollte ich einfach nochmal sagen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Part ist, auch der Community. Wir sind hier aber die Mitglieder-Community, die Member, und diese Membership finanziert DSpace. Und diese Mitgliedschaften, also wenn man Mitglied wird bei DSpace, dann sind diejenigen in der Lage, die Leadership Group und die Steering Group zu wählen. Und das sind die beiden Gremien, die die strategischen Entscheidungen treffen und vor allem auch über die Verwendung der vorhandenen Mittel entscheiden. Die Leadership Group trifft sich alle 3 Monate und die Steering Group monatlich, sodass dann Entscheidungen auch Richtung Leadership Group kommuniziert werden. Es ist jetzt mehrfach gesagt worden, ich vertrete das deutsche DSpace-Konsortium in der Leadership Group und Pascal Becker als Service Provider ist sowohl in der Steering Group als auch in der Leadership Group vertreten, sodass wir die sehr komfortable Situation haben, dass aus dem deutschen DSpace-Konsortium 2 Stimmen in diesen Gremien stattfinden. Es gibt nochmal die Grafik dazu, die kann man auch auf der Webseite ansehen. Also wenn es da Interesse gibt, Nachfragen gerne. Also Pascal und ich stehen da gerne für zur Verfügung. Wir haben seit 2018 das DSpace-Konsortium Deutschland. Also da war die Entscheidung zu sagen, wenn wir DSpace nachhaltig betreiben wollen, dann müssen wir das auch nachhaltig und herstellerunabhängig gewährleisten können, die Strukturen. Und deswegen war die Frage, wie können wir eine Mitgliedschaft gewährleisten, ohne dass jede einzelne kleine Bibliothek oder Einrichtung sich darum kümmert? Wie können wir gemeinschaftlich zu einer gemeinsamen Stärke kommen? Und da hat im Wesentlichen die TU Berlin mit Pascal Becker und Jürgen Christoph dazu beigetragen, Strukturen zu schaffen, dass es ein Konsortium gibt, was alles abwickelt. Also es geht ausschließlich darum, Mitgliedschaftsbeiträge in Deutschland einzusammeln, die steuerneutral in die USA zu transferieren, zu der Stiftung Lyrasis.
Und ich muss einfach sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass die TU Berlin diesen ganzen Aufwand betreibt, die Rechnungsstellung betreibt, auf keinen Fall. Und wir bekommen alle die Rechnung, freuen uns, bezahlen das und für uns ist das gegessen und die TU Berlin macht den Rest. Und das bedeutet eben auch, dass wir unabhängig davon, ob wir eine ganz kleine Einrichtung sind oder eine riesengroße Einrichtung, gemeinsam als deutsches Konsortium in die Community sprechen können. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und wir wachsen immer weiter. Zum 1.1. möchte ich nochmal ganz herzlich begrüßen die TB Hannover und die Leuphana. Vielleicht sind die Kollegen gerade da. Ja, hallo, da hinten. Wunderbar, herzlich willkommen. Es sind noch nicht alle deutschen D-Space-Anwenderinnen dabei, aber also Sie können ja mal, oder ihr könnt ja mal gucken, wer hier fehlt, aber es ist schon beachtlich. 42 Mal Dankeschön an die ganzen Einrichtungen. Genau, ich sage einfach mal auch an uns selber klatschen, genau. Freuen Sie sich, freut euch, wenn ihr euer Logo seht. Und die anderen sind ja sicherlich schon dabei, zu überlegen, wie sie ihre Leitung überzeugen, auch teilnehmen zu können. Es geht also darum, D-Space zu stärken, weiterzuentwickeln. Wir haben eine enorme finanzielle Unterstützung, die wir für D-Space durch das Konsortium bereitstellen können. Es gibt die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen mitzuarbeiten, unabhängig von dem Konsortium. Ganz wichtig ist DCAT, das ist das D-Space Community Advisory Team. Das sind die, die sich um ganz viele Sachen kümmern, wie Dokumentation, Testatons. Da kann man also auch aus jeder Einrichtung mitmachen und ohne meinetwegen auch Softwarekenntnisse D-Space mit voranbringen. Für die, die mehr im Bereich Software unterwegs sind, es gibt die D-Space Developer Meetings, wo man ebenfalls auch regelmäßig teilnehmen kann, beitragen kann. Und was sind weitere Möglichkeiten? Also D-Space lebt von der Community. Was können wir weiter tun? Testen von Codebeiträgen, zum Beispiel im Testathon mit DCAT. Aber auch sonst, ganz wichtig ist der Bereich Code Reviews. Also wir haben in den letzten Jahren Commitments gehabt, aber nicht immer die Leute, die den Code reviewen. Das heißt, wenn man das nicht macht, dann kommt das Commitment nie ins Programm rein. Also wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und hier auch nochmal ein ganz starker Aufruf. Wer irgendwie Chancen hat, Code Reviews zu machen, meldet euch oder bei uns, bei Tim Donahue, die sind wirklich sehr gesucht. Und natürlich kann man auch als Committer selbst Code beitragen. Wir haben hier mal aufgeführt, die Universitäten, in dem Fall sind es nur Universitäten in Anführungsstrichen, die fürs letzte Release beigetragen haben. Ich will sie einfach nochmal aufzählen. Das war die TU Berlin, die TU Hamburg, das bin ich, aber ich sage es trotzdem, die Universität Bamberg, die Universität Marburg, die Universität Mainz, die Helmut-Schmidt-Universität aus Hamburg und die ULB Sachsen-Anhalt. Also das ist nur vom letzten Release und so viele deutsche Einrichtungen, das ist schon toll und ich glaube, wir sollten, wie sagt man heute so schön, das Momentum beibehalten. Ja, und vielleicht für die meisten interessanter, neben diesem Appell mitzumachen, was gibt es eigentlich Neues? Die Version von D-Space 7, wir haben schon gesagt, D-Space 7 ist eigentlich ausprogrammiert. D-Space 7.6 war das letzte Release von D-Space 7 mit neuen Funktionen. Alles, was jetzt noch an neuen Funktionen kommen würde, wird in D-Space 8 kommen. Wenn es jetzt noch eine D-Space-Version gibt, also D-Space 7.6 erschien am 23.06.2023, dann gibt es jetzt nur noch Bugfixes. Die sind wichtig, deswegen das nur in Anführungsstrichen, aber das erkennt man dann auch an der Zählung 7.6.1, das sind Bugfixes, das sind keine neuen Funktionen mehr. Was sind jetzt, also ich wechsle gleich zu Pascal Becker, der dann noch mal ein paar Details ergänzen kann, aber ich wollte noch mal den D-Space Development Fonds aufgreifen. Den haben wir im vorletzten Jahr gegründet. Vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Genau, das war jedenfalls die Initiative aus Deutschland vom D-Space Konsortium, als es darum ging, wie können wir ORCID in den Code einbringen und haben relativ viel Geld da gesammelt. Dieses Produkt oder diese Idee trägt sich weiter und im Moment gibt es die neue Kampagne zur Barrierefreiheit. Die läuft jetzt im Herbst, Winter 2023/24. Also D-Space 7 in dem Fall zunächst soll möglichst barrierefrei sein. Ein Audit würde sehr teuer sein, deswegen wurde erstmal geguckt, welche Audits sind schon gelaufen, was sind die Tickets, die sich daraus ergeben, beziehungsweise der Wunsch an die Community,
wenn es Audits gibt, die Ergebnisse beizutragen und Probleme in Tickets niederzuschreiben. Und im Prinzip wird der Development Fund, der ist im Moment mit 20.000 Euro von den verschiedenen amerikanischen Einrichtungen ausgestattet, der unterstützt jetzt erstmal die Automatisierung der Barriereprüfung, also dass möglichst für jede Seite, und das muss manuell hinterlegt werden, eine automatisierte Prüfung stattfinden kann. Im nächsten Schritt oder parallel dazu werden bekannte Fehler, die in dem Issue Board schon irgendwie dokumentiert sind, behoben. Und wenn dann noch Mittel verfügbar sind, ist geplant, jedenfalls für Teile nochmal ein offizielles Audit zu machen für bestimmte Bereiche. Also das ist im Moment diese bewährte Struktur, die aus Deutschland ursprünglich initiiert wurde, des D-Space Development Funds. Und jetzt würde ich gerne weitergehen an Pascal. Danke, Beate. Wenn wir darüber sprechen, was im letzten Jahr passiert ist in der D-Space Community, dann müssen wir zunächst den Blick auf die Software richten. Wir hatten letztes Jahr, Beate hat es gerade angesprochen, das letzte Release von D-Space 7, das neue Funktionen erhält. D-Space erhält weiter neue Funktionen, aber dann in der Version 8. Es gab die Ausnahme, dass in D-Space 7 auch in meiner Version neuer Code eingeflossen ist, neue Funktionen eingeflossen ist, einfach weil das Upgrade auf 7 so groß war und damals die Entscheidung getroffen worden ist, das so schneller voranbringen zu wollen. Das heißt, in D-Space 8 wird es so sein, dass in die 8.0 neue Funktionen einfließen und danach in die Minor Releases keine neuen Funktionen mehr, sondern ausschließlich Bug- und Security-Fixes. Schauen wir uns also an, was in D-Space 7 noch reingekommen ist. Bulk Access Management, Veränderung von Zugriffsrechten, viele Items und Bitstreams auf einmal. War eine Funktion, die es in D-Space 6 gab, die in 7 noch nachgerüstet wurde. Primary Bitstreams haben eine wichtige Rolle gespielt. Das ist die Möglichkeit, eine Datei, wenn man ein Item hat mit mehreren Dateien, eine zu markieren als, das ist die Hauptdatei, die in der Auflistung als erstes angezeigt werden soll, deren Thumbnail in Suchen, in Browsing und so weiter verwendet werden soll. Das ist die Hauptdatei dieses Items. Signposting ist eine, ich würde es letztlich eine Schnittstelle nennen. Es geht darum, gewisse Informationen maschinenlesbar bereitzustellen und herauszugeben über typisierte Links, ist eine der Standards, die gefordert worden sind oder aufgebracht worden sind von CoA in dem Next Generation Repositories Report, ist in D-Space verfügbar jetzt. Die Anzahl von Items neben Communities und Collections anzuzeigen, ist auch eine alte Funktion, die wir in D-Space 5, 6 immer hatten, die in 7 fehlte, die nachgerüstet worden ist in 7, 6. Das Browsing hierarchisch kontrollierter Vokabulare. Wir konnten bereits eine Übersicht über Vokabulare und welche Items Wörter aus den Vokabularen verwenden, anzeigen. Aber das hierarchisch zu gestalten, wenn wir zum Beispiel an die DLC denken, die in Deutschland ja viel genutzt wird, die oberen drei Ebenen, dass man wirklich über die Ebenen gehen kann bei der Navigation, das ist neu hinzugekommen. Das Upgrade auf Angular 15, das ist immer wichtig, diese Upgrades. Von Angular erscheint ja alle halbe Jahre eine neue Version. Und dann eine Unmenge von Funktionen und Fehlerbehebungen, die ich jetzt nicht alle einzeln aufnennen kann. Aber das waren die, die mir jetzt am wichtigsten ins Auge gestochen sind. Ich habe es bereits gerade angesprochen. Für D-Space 3, 4, 5 und 6 hatten wir die Vereinbarung in der Community, dass es neue Funktionen im Major Release gibt, dass es jährlich ein Major Release gibt und dass es in den Minor Releases keine neuen Funktionen gibt, um die Upgrades auf die Minor Releases zu erleichtern, weil sie sicherheitsrelevant sind. Dann hat man in der Institutionen, die ein D-Space betreibt, die Möglichkeit, diese Minor Releases schnell durchzuführen, schnell die Sicherheitspatches einzuspielen und sich nicht um neue Funktionen und in den meisten Fällen nicht um Datenbank-Updates kümmern zu müssen. Die Entwicklung von D-Space 7 hat sich dann sehr lange hingezogen. Die ging über mehrere Jahre, wie Sie alle wissen. Und das wird sich nun wieder ändern. Es gibt die Vereinbarung jetzt wieder, dass Major Releases neue Funktionen bekommen und ein Major Release pro Jahr erscheint. Und es gibt auch die Aussage der Community, dass die letzten drei Major Releases, also im Moment, wären das 7, 6 und 5 Security Patches bekommen sollen. Wegen der langen Entwicklungszeit von D-Space 7 ist der Support für 5 und 6 ausgesetzt worden. Aber mit D-Space 8 und 9 soll das wieder so laufen, dass wenn D-Space 9 erscheint, 7 nach wie vor Sicherheitspatches bekäme, so der Community sicherheitsrelevante Bugs bekannt werden. Es gab weiter den Beschluss, dass diese Major Releases möglichst im April erscheinen sollen. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Das war der Monat, der aus Sicht der Community der praktischste war, um Major Releases erscheinen zu lassen. Ein Grund ist die Open Repositories, die im Juni stattfindet. Ein anderer Grund sind die Ferienzeiten im Sommer und zum Ende des Jahres hin.
Da fehlen einfach die Entwickler. Zum Ende des Jahres hin sind die Service Provider damit beschäftigt, Projekte abzuschließen und zum Ende zu bringen. Und wie Beate gerade schon sagt, ein Großteil des Codes und ein Großteil auch der Review-Arbeit kommt von den Service-Providern. DSpace 8 sollte also im April erscheinen. Wir haben den 4. April heute, das heißt, wir sind noch nicht hinter der Zeit, aber DSpace 8 wird im Mai erst erscheinen. Hintergrund ist zum einen, dass diese Umstellung auf den Monat April natürlich damit einherkommt, dass das letzte DSpace-Release, das neue Funktionen hatte, 9 Monate und nicht 12 zurückliegt. Hintergrund ist auch, dass es Änderungen in der Codestruktur gibt. Dazu werde ich gleich was erzählen. Es ist von Anfang an geplant worden, dass das Release von DSpace 8 ein kleineres Release werden soll. Kleiner im Sinne von weniger neue Funktionen, mehr Fokus auf Dokumentation, auf Schulungen, auf das Drumherum, auf die Stabilität des Systems. Es gab auch ein bisschen die Sorge, dass nach dem aufwandreichen Update auf DSpace 7 es eine gewisse Update-Müdigkeit gibt. Auch das ein Grund dafür, DSpace 8 als Release möglichst unaufwendig zu halten. Es gab 4 Funktionen, die für mehrere Releases von DSpace 7 eingereicht worden sind, keine Reviewer gefunden haben. 4 große Funktionen, bei denen wir gesagt haben, als Steering Group, die bekommen Priorität für DSpace 8. Die sind in DSpace 7 so oft nicht reingekommen. Die wollen wir in DSpace 8 haben. Kommen wir zu dem, was konkret es geschafft hat. Core Notify Protokoll ist eine sehr wichtige Entwicklung aus meiner Sicht. Da geht es darum, Repositorien und andere Systeme die Möglichkeit zu geben, miteinander besser und dynamischer zu kommunizieren. Ich habe ein Repositorium, das so konfiguriert werden kann, dass es automatisch ein Peer-Reviewing-Service darüber informiert, dass hier ein neues Dokument zum Beispiel eingereicht worden ist, das peer-reviewed werden soll. Oder ich habe einen Peer-Reviewing-Service, der sagt, liebes Repositorium, das habe ich, ist gereviewt worden, das ist das Ergebnis. Oder ich habe ein Forschungsdatenrepositorium, das sagt, liebes Publikationsrepositorium, ich habe hier einen Forschungsdatensatz, der ist veröffentlicht worden und schau doch mal nach, ob du vielleicht Publikationen dazu hast, die darauf basieren. Das heißt, hier geht es darum, die Dynamik zwischen diesen Systemen auf neue Beine zu stellen. ROAR. Wir sprechen lange schon über ORCID. ROAR wird jedem von Ihnen hier ein Begriff sein. Der Identifier für Organisationen wird Einzug nehmen in DSpace 8, ist in der Codebasis gemerged, ist eingeführt. Wir von SolabiCode haben ein Basic Duplication Detection eingebracht mit Unterstützung der TU Berlin, der FHNW und der ZHW. Dafür meinen Dank an diese Institutionen. Damit werden Sie in der Submission und auch im Workflow sehen können, oh, es gibt ein Dokument mit einem ähnlichen Titel im Repositorium. Ist das ein Duplikat oder nicht? Es gibt 2 große Entwicklungen, die von ForScience kommen, aus dem Bereich von OpenAIR. Da geht es zum einen darum, AutorInnen die Möglichkeit zu geben, einfach Publikationen zu importieren, die in OpenAIR bereits verzeichnet sind. Und es geht darum, Updates zu bekommen zu bestehenden Publikationen. Hier gibt es vielleicht bessere Metadaten. Wollt ihr im Repositorium eure Metadaten mit dem anreichern, was wir aus OpenAIR bekommen und liefern können? In DSpace 6 gab es REST-based Quality Control Reports. Die gibt es auch jetzt wieder dann in DSpace 8. Das war eine tolle Möglichkeit, Items zu filtern, zu suchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Die sind in DSpace 8 in einer Beta-Funktion. Es gibt da noch Einschränkungen. Es war uns trotzdem wichtig, diese in der ersten Funktion aufzunehmen und sie dann in Bugfixes zu verbessern. Die ist per Default ausgeschaltet, weil sie Beta ist. Und dann gibt es die Möglichkeit in DSpace 8, dass Benutzende die Möglichkeit sagen oder auch Submitter sagen, dieses Item bitte zurückziehen, hier gibt es ein Problem. Das schickt erstmal eine Nachricht an das Team, das das Repositorium betreut und die können dann das Item zurückziehen oder auch wiederherstellen. DataSite hat angekündigt, dass sie zum Ende des Jahres keine Registrierung von DOIs mehr mit dem Metadatenschemata 3 ermöglichen, das wir bis dato in DSpace genutzt haben. Auch von SolabiCode, vor allem mein Mitarbeiter Yannick Pausen hat sich da sehr drum gekümmert, haben uns darum gekümmert, dass wir das aktuelle Metadatenschema von DataSite verwenden, haben es auf die Version 4.5 gebracht. Das ist auch markiert als eine Funktion, die in 7.6.2 Einzug nehmen soll, als Bugfix an der Stelle, damit die DOI-Registrierung weiter erfolgt. In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie auch selber nochmal kontrollieren, ob Sie lokale Anpassungen in Ihren Metadaten haben, deren Informationen Sie mit an DataSite ausliefern wollen. Ich habe dazu auch eine E-Mail in die Mailingliste geschrieben und einen Hinweis darauf gegeben, wie Sie auch dieses Update vorzeitig schon bei sich einpflegen können. Es gibt die Möglichkeit, in der Suche ein erweitertes Suchpanel einzuschalten.
das Boolesche Operatoren enthält, enthält nicht, ist, ist nicht auf einzelne Felder anwenden kann. Und Facetten, Filter, neueste Items können in DSpace 8 dann auch endlich auf den Community Collection Homepages wieder angezeigt werden. Ich sagte bereits, es gibt auch strukturelle Änderungen, die wir vornehmen werden. Und das sind die, die uns jetzt gerade ausbremsen. Ganz konkret, relativ aufwendig war das Update oder ist das Update auf Java 17 und Tomcat 10 Plus, weil das damit einhergeht, dass viele Libraries ihren Package Name verändern von Java. Oder Java X. auf Jakarta EE. Das wird jetzt, ist jetzt gerade durchgeführt worden, ist letzte, vorletzte Woche endlich eingebracht worden. Da gibt es noch zwei kleine Bugs, die gelöst werden müssen. Und auch das Update auf Angular 16, da wird meines Wissens im Moment gerade noch dran gearbeitet. Das bedeutet, für DSpace 8 wird Tomcat 10 Voraussetzung werden mindestens und Node 18 oder 20. Das ist fundamental wichtig, um in der Lage zu sein, Bibliotheken aktuell zu halten, um in der Lage zu sein, DSpace auf dem aktuellen Stand zu halten, zu bringen und neue Funktionen in Java und Angular nutzen zu können. Es gibt eine ganze Unzahl, Fülle weiterer Dinge, die in DSpace 8 einfließen. Die kann ich hier nicht alle benennen. Ich weiß auch, dass es Dinge gibt, die ich nicht erwähnt habe von Leuten, die hier im Raum sitzen. Das tut mir leid, das bitte ich zu entschuldigen. Es gibt Tonnen von Bugfixes, die reinkommen. Und es wird sich sehr lohnen, selber noch einen Blick auf die Release Notes zu werfen. Das war die Auswahl, die ich willkürlich getroffen habe, von den Punkten, die ich am wichtigsten und am prägnantesten fand. Es gibt eine große Herausforderung, die wir in der DSpace Community jetzt angehen wollen. Wir haben gesagt, wir wollen die Major Releases jährlich rausbringen. Es gibt aber etliche Funktionen, die mehr Aufwand machen, als wir sie in einem Jahr umsetzen können, die eine größere, eine längere Entwicklung mit sich ziehen. Und was wir uns vorgenommen haben, ist, an den Punkt zu kommen, dass wir in der Lage sind, parallel ein neues Release zu entwickeln und langfristige Entwicklungen parallel dazu verfolgen zu können. Das ist eine Herausforderung, weil das bedeutet, dass sich die Codebasis ändert, während die langfristige Entwicklung noch läuft und es da Updates braucht auf die neue Codebasis jeweils. Das ist aufwendig, weil man entsprechend Personal oder Personen braucht, die sich in beiden Bereichen engagieren. Und es gibt konkret zwei Entwicklungen, die da angedacht sind. Das eine ist eine Einführung des Oxford Common File Layouts. Das bedeutet, dass es eine standardisierte Struktur geben soll, in der DSpace Dateien und zugehörige Metadaten im Dateisystem ablegt, um die Langzeitarchivierung zu vereinfachen und zu ermöglichen. Das ist nichts, was in DSpace 8 kommt. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es in DSpace 9 kommen wird, aber das ist zu früh zu prognostizieren. Und das zweite ist eine Modularisierung. Das ist eine Empfehlung, die ausgeht von der DSpace Product Visioning Group. Wir wollen es einfacher machen, Module zu DSpace bereitzustellen. Wir wollen DSpace in sich modulare aufbauen. Das ist in einem sehr frühen Stadion. Da sind wir auch konzeptionell noch am Diskutieren in der Steering Group. Überlegungen sind zum Beispiel zu sagen, wir haben einen Kernsatz an Funktionen, wir haben Community-Supported Modules. Das ist eine Überlegung, es ist nicht festlich, dass es so kommt. Community-Supported Modules, die also von der Community herausgegeben unterstützt werden, die man dazu klicken kann. Die Open Repositories letztes Jahr in Südafrika stattgefunden. Und es gibt großen Bedarf an DSpace in der Region. DSpace wird dort sehr viel eingesetzt. Und es gibt einen großen Bedarf, dass DSpace für alle Institutionen auch einfach handhabbar bleibt. Insbesondere in Regionen, wo es wenig oder kaum Service Provider gibt, die sich dort engagieren können. Und insofern ist es wichtig, dass DSpace nicht immer nur mit Funktionen vollgepropft wird und komplexer und größer wird und kompliziert wird aufzusetzen, sondern dass wir einen Weg finden, der es ermöglicht, dass wir einerseits die komplexen Funktionen anbieten und einfach integrieren können, andererseits eine Kerninstallation von DSpace einfach und möglich bleibt. Ich möchte an dieser Stelle ganz konkret etwas zu DSpace und DSpace Chris sagen, weil ich danach immer wieder gefragt werde. Und ich gehe davon aus, dass es jeder hier im Raum weiß. Trotzdem noch mal kurz zur Wiederholung. DSpace ist eine Open-Source-Software für Repositorien, die von der Community herausgegeben wird. Damit kann man auch andere Dinge machen als ein Repositorium, aber das ist eigentlich der Fokus dieser Software. DSpace Chris ist eine Erweiterung von DSpace, die herausgegeben wird von Foscience, einem italienischen Service-Provider, der sich auch hier am Praxistreffen beteiligt. Dafür meinen Dank. Die Kollegen werden morgen den Workshop dazu halten. DSpace Chris wird also nicht für eine Community offiziell herausgegeben, sondern von Foscience, ist Open Source und ist dafür gedacht, Forschungs- und Informationssysteme aufzusetzen, die sehr viel mehr Funktionalität brauchen und umsetzen, als es an DSpace tut.
die Komplexität, die diese Funktionen mit sich bringen, ist etwas, was wir scheuen, einfach in DSpace aufzunehmen und zu sagen, wir übernehmen jetzt den Code komplett, der ist Open Source, PostScience wäre auch interessiert daran, würde das auch unterstützen. Die Community sagt aber, wir sind hier zurückhaltend und vorsichtig, weil es sehr viel Komplexität in diese Software einbringt. Ich werde oft danach gefragt, wann kommt denn endlich wieder dieser Merge, wann kommt denn endlich der Merge von DSpace und DSpace Chris, wann wird das alles zurückgeführt? Die Antwort, die wir in der Steering Group darauf im Moment diskutieren und sehen, ist die Modularisierung, über die ich gerade sprach. Die Modularisierung soll es möglich machen, dass zum Beispiel PostScience, dass DSpace Chris in viele einzelne Module aufteilt. Das müssen nicht unzählig viele sein, aber dass man dann frei entscheiden kann, diese Funktionalität brauche ich, das Modul nehme ich dazu, diese brauche ich nicht, die Komplexität, die es mit sich bringt, kann ich mir ersparen. Und das ist im Moment aus meiner Sicht die Antwort, woran wir arbeiten, wie wir DSpace und DSpace Chris wieder mehr aneinander annähern wollen. Das ist der Code-Teil. Und all diese Dinge, wir haben es immer wieder erwähnt, sind in der Steering- und Leadership-Group intensiv diskutiert worden. Und das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Aufgaben dieser Gruppen. Aber es gab etliche weitere Themen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und auch davon eine Auswahl. Das GOS-Funding hat es uns ermöglicht, zeitweise eine Community-Managerin einzustellen. Die hat uns dann irgendwann verlassen und sich anders orientiert. Und jetzt, seit 1. April, Sie haben ihn gerade erlebt, ist Holger Lenz neuer Programm-Coordinator für DSpace. Und ich bin sehr glücklich, dass er da ist. Und es ist für mich eine große, freudige Überraschung gewesen, dass er so gut Deutsch spricht und sich mit Sicherheit auch bei uns in die Community einbringen wird. Das neue Programm für Registered Service Provider hat Beate bereits angesprochen. Da ging es, wie gesagt, darum, mehr Engagement, das nicht rein finanziell ausfällt, zu bekommen von den Service Providern. Das war natürlich auch was von Steering und Leadership Group angestoßen und begleitet wurde. Die Wahlen in der DSpace Governance sind jedes Jahr ein Thema. Jedes Jahr wird die Leadership Group neu gewählt. Das ist jedes Jahr, viele werden wieder reingewählt in die Leadership Group. Barbara Hirschmann sitzt ja auch hier, ist auch in der Leadership Group vertreten zum Beispiel, ist auch seit vielen Jahren dort engagiert. Vielen Dank dafür. Und insofern, trotzdem sind die Wahlen jedes Mal etwas, was so eine kleine Zäsur im Laufe des Jahres ist und einfach mit Aufwand einhergeht. Invest in Open Infrastructure ist eine Initiative, die einen Katalog von Open Source Software erstellt. Wenn ich es richtig verstanden habe, orientiert auf den Bereich von Bibliotheken. Da ging es viel darum, wir bauen gerade ein neues Tool, das jetzt im April freigeschaltet werden soll. Wie ist DSpace dort repräsentiert? Welche Informationen können wir bereitstellen? Auf Ebene der Europäischen Union gibt es den European Cyber Resilience Act, wo es darum geht, wie weit können und sollen Softwarehersteller haftbar gemacht werden können für Probleme, für Bugs in der Software, für Sicherheitsrisiken. Und da ging es sehr darum, um die Frage, was heißt das für Open Source? Das war ein Thema, das wir in der Steering Leadership Group kurz aufgebracht haben, in dem sich vor allem Beate erst sehr engagiert hat und wir versucht haben, uns mit einzubringen. Das ist zum Glück dann entschärft worden mit Blick auf Open Source, der ursprüngliche Ansatz. Und das ist auf jeden Fall was, was wir auch noch mal ein bisschen im Auge behalten müssen. Und dann relativ neu, die DSpace Governance Working Group. Ich habe vor Jahren mal daran mitgearbeitet, die Regeln, wie die Community aufstellt, neu zu erstellen. Wir haben damals ein paar Dinge eingeführt, die sehr gut funktioniert haben. Wir haben ein paar Dinge eingeführt, bei denen wir gemerkt haben, es gibt kleine Überschneidungen, zum Beispiel in gewissen Laufzeiten. Wie lange ist jemand Vorsitzender von der Leadership Group? Wie lange ist das Mandat in der Leadership Group? Solche Dinge. Und da haben wir gesagt, da müssen wir noch mal ran. Und wir wollen in dem Zusammenhang auch das, was wir erarbeitet haben, besser dokumentieren. Wir haben das in DSpace Wiki stehen und verschiedenen Stellen verteilt. Wir wollen dazu kommen, dass wir Bylaws für DSpace haben. Also wirklich ein Dokument, wo drin steht, so läuft es. Das ist Single Source of Truth, der Punkt, wo man reinschaut, wenn man dazu Fragen hat. Und diese Informationen, die verteilt sind, zusammen. Das war aus unserer Sicht das, was in der internationalen Community passiert ist. Was wir hier nicht wiedergeben können, sind Geschichten wie die Open Repositories, wie die DSpace Developer Meetings, wie die persönlichen Treffen in der Community. Aber das ist das Ergebnis dieser Treffen, soweit wir es jetzt zusammentragen konnten. Ich möchte mir zum Schluss noch eine Bemerkung erlauben, die mich wirklich freut. Die Teilnahme deutscher Mitglieder, insbesondere an den DSpace Developer Meetings, ist konstant und ist hoch. Dafür herzlichen Dank. Das ist wirklich schön zu sehen, dass ihr euch da immer wieder einklingt und einbringt. Bei DCAT habe ich selber keinen Blick rein, da fehlt mir leider die Zeit für, aber DCAT wäre die Möglichkeit, wie Beat schon sagte, sich auch ohne technisches Wissen einzubringen. Da geht es oft zum Beispiel um Fragen von der Steering Group oder auch von der Development Group. Diese Funktion, wie könnte sie ausschauen? Das ist das, was im Scrum-Modell so ein Product Owner eigentlich übernimmt. Da wird oft die DCAT Group gefragt und da kann man sich einfach inhaltlich einbringen. Das vielleicht noch als Hinweis zum Schluss. Vielen Dank.
Gibt es Fragen?